Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs Part 3. Und in der letzten Folge haben wir so, ja, kleine Herantastmissionen vollzogen. Wir haben, ja, ein paar Verbrecher, ja, ans Kreuz gelegt sozusagen. Wir haben einige Verbrecher aufhalten können und haben so dadurch, ja, das Leben eines Aiden Pierce beschatten können. Also wie sein Hackerleben so läuft. Und ja, es ist noch lange nicht vorbei hier. Wir hatten auch in der letzten Folge so Verfolgungsjagden gehabt. Wir wurden verfolgt von der Polizei, dass wir die abschütteln müssen, etc. Und natürlich haben wir dann die Erfahrung gemacht, dass wenn unsere Familie in Gefahr ist, dass wir sie auch beschützen müssen. Wir haben sogar einen Anruf zurückverfolgt. Aber leider können wir nicht komplett den Auftraggeber sozusagen zurückverfolgen. Dafür müssen wir anscheinend noch mehr freischalten hier auf dieser Welt. Und ja, wir werden sehen, wie es hier sich weiterentwickeln wird. Ich sehe hier gerade neue Sehenswürdigkeit in der Nähe. Zum Anmelden hochdrücken. Ja, war ich jetzt ein bisschen spät. Mal gucken, ob die Meldung nochmal kommt. Ja, wir werden heute uns auf jeden Fall noch ein paar Missionen hier anschauen. Neue Sehenswürdigkeit, nach oben drücken. Was haben wir hier? Was? Glückwunsch zu Ihrer ersten Anmeldung. Newbie. Abzeichen freigeschaltet. Okay, fortfahren. Auswählen für mehr Details. Dieses ruhige kleine Motel erlebte in einem kurzen Moment hitziger Erregung, als im Jahr 1967 ein Informant, der für die Überführung von Sam Tietz Battaglia entscheidend war, unter Zeugenschutz in Zimmer 205 untergebracht war. Bis zum Prozess gegen Battaglia musste der Informant Joseph Joyce wiederholt umziehen, um Mordanschlägen durch Battaglias Männer zu entgehen. Das Old Motel war Joyce' letzter Aufenthaltsort, bevor er in den Zeugenstand trat und Battaglia verurteilt wurde. Okay. Das ist, ja, die Geschichte anscheinend hier zu diesem Motel. Old Motel. Ja. Aber das finde ich cool, dass es immer so Geschichten zu diesen Gegenden gibt. Finde ich cool. Auf der Karte sehe ich noch ein weiteres Häkchen. Wahrscheinlich noch eine Geschichte dazu. Okay. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal hier so ein bisschen um. Bankkonto. Wegpunkt setzen. Verbrecher erkannt. Machen wir uns mal einen Wegpunkt. Ja, wir werden wieder so ein paar Verbrecher zur Strecke ziehen, würde ich mal vorschlagen. Dafür brauchen wir aber auf jeden Fall einen passenden Farbuntersatz, würde ich sagen. Fahruntersatz, nicht Farbuntersatz. Ja, Farbe auch. Welche nehmen wir? Rot? Ah, komm, nehmen wir den hier. Sieht schick aus hier. Perfekt. So, ich mach mal die Mucke aus. Brauchen wir nämlich jetzt nicht. Ja, wie auch hier, wie gesagt, nicht nachmachen, wie ich hier fahre. Ich fahre natürlich hier in diesem Spiel nicht verkehrsbewusst. Aber das liegt daran, dass wir uns im Spiel frei entfalten können und, ja, die Verkehrsregeln ausnahmsweise mal nicht beachten müssen. In Wirklichkeit aber solltet ihr das tun, klar. So, was haben wir hier? Das ist der Ort. Wenn der Typ zuschlägt, bin ich hier. Oh. Kein Verbrechen begangen. Ja, ich war zu nah dran. Schade. Ihr Wagen verstecken hat. Also. Passiert jetzt noch was? Oder habe ich es jetzt wirklich verkackt? Sieht leider so aus. Zivilist ist verletzt. Ja, fängt ja gut an hier. Gut, jetzt ist die Frage, was kann man jetzt machen? Ich schau mal auf die Karte. Wir haben dort ein Dreieck. Ich weiß nicht, was dieses Dreieck da bewirken soll, wenn wir jetzt da hinfahren. Was ist denn hier? Haben wir hier was? Da wären wir. Er muss ganz in der Nähe sein.
Ich weiß nicht, dass wenn man jetzt eine Mission zum Beispiel fehlgeschlagen, also wenn eine Mission fehlgeschlagen ist, ob es... Das ist es. Der Typ muss hier irgendwo sein. Ob es automatisch eine neue Mission dazu gibt, wisst ihr? Okay. Ich würde sagen, wir zapfen uns mal wieder an einer Kamera und beobachten das Ganze hier. Verbrechenswahrscheinlichkeit 21%. Potenziellen Verbrecher beschatten. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Kamera. Wir zoomen mal. Barry Leroy. Beruf Bibelverkäufer. Süchtig nach Peyote. Was das auch immer ist. Okay, ich würde sagen, wir schlagen zu. Na komm, jetzt müssen wir wieder hinterher rennen. Bleib stehen. Jetzt muss ich immer so weit zurück zu meinem Auto laufen. Das ist auch scheiße. So, hab ich dich. Du Sack. Bam, mit dem Schlagstock. Genial, ey. So, den haben wir neutralisiert. Ruf verbessert. Ja, wird auch, wird auf jeden Fall, nötig sein, weil ich habe ja einen Zivilisten leider umgefahren. Was zum Teufel? Ah, jetzt kommen ganz viele Verbrechen hintereinander. Finde ich interessant. Hacken. Zugriff über Geldautomaten. Ah, so können wir auch ans Geld ran. Ja, ja, da habe ich noch ja letztens hier was gelesen im Spiel. Okay. Ja, jetzt ist halt die Frage, wo ist unser Auto? Ich würde sagen, wir nehmen uns einfach ein neues Auto. Zu kalt für den Scheiß, Mann. Ja. Auf geht's. Handschuhfach geplündert, chemische Komponente. Yeah, wir haben was Cooles. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein paar Missionen machen, paar Verbrecher stoppen. Und wir werden auf jeden Fall dann so ein bisschen in der Geschichte weiterspielen, ganz klar. Ich will auch genau und gerne wissen, wie es hier weitergeht. So. Jetzt ist die Frage. Werden wir hier erkannt? Wenn ich jetzt hier bremse. Wahrscheinlich diese... Ah, seht ihr das? Ah, ja. Verstecken wir uns mal. Ja, was haben wir denn hier? Du verlässt besser nicht die Stadt. Wer, ich? Ich wollte nicht fliehen. Weißt du was? Lügner kotzen mich an. Du bist hier um... Geh weiter. So, den mache ich jetzt fertig. Bam. Hier der ganze Zaunflöten hier, ey. Wahnsinn. Ruf verbessert. Polizeiakte. Verbrecher neutralisiert, Opfer unverletzt. Yeah. Ich weiß nicht, ob wir hier noch was machen können. Was? Skillpunkt erhalten. Fähigkeitsbaum, yeah. Jetzt können wir hier wieder so ein bisschen spielen. Wir haben 3 Punkte. Talentbaumteile. Zum Freischalten. Ich würde mal sagen, wir gucken uns mal eben hier um. Um Upgrades der 2. Stufe frei. Was? Beginnen Sie eine neue Welt. Achso, eine Mission wahrscheinlich. Okay, was haben wir hier noch? Geldautomaten-Hack-Boost. Erhöht die Geldmenge, die man durch das Hacken von Bankkonten am Geldautomaten erhält. Cool. Was haben wir noch? Ich guck mal in dem anderen Baum. Im Kampfbereich. Vielleicht können wir da noch was Schönes freischalten. Beschleunigen Sie den Waffenwechsel. Ja, toll. Verringert den Rückstoß. Einmal das. Ja, ist halt so eine Frage, ne? Bisher sind wir eigentlich gut so ausgekommen. Was haben wir denn hier? Splittergranate. Ja, vielleicht können wir das mal gebrauchen. Ich guck mal eben, was haben wir in Bezug auf Fahren?
Reduziert erlittenen Schaden bei Zusammenstößen. Ich glaube, das können wir nehmen. Weil wir sehr oft jetzt anscheinend mit dem Auto unterwegs sind. Dann würde ich da sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnen wird, diese Fähigkeiten zu aktivieren. Okay. Ich würde sagen, wir steigen wieder ins Auto. Ich weiß nicht, was dieses Geldsymbol jetzt heißen soll. Ist hier ein Geldautomat? Oder ist das eine Nebenmission? Ach so, ist noch nicht verfügbar. Was ist mit dem hier los? Hm. Okay, ich würde sagen, wir steigen ins Auto und machen so eine nächste Mission. Oder? Hacken wir mal. Okay, wir können anscheinend über den Geldautomaten hier viel hacken dann. Also Geld abstauben. Ich würde sagen, wir gucken mal auf die Karte und machen die nächste Hauptmission. Was haben wir denn hier? Bargeld. Umfang. Was? Umgang mit fixer Aufträgen. Abfangen. Erreichen Sie die Zielperson in Ihrem Fahrzeug und hacken Sie Ihre Daten. Schalten Sie die Zielperson aus. Benutzen Sie die App fixe Aufträge auf Ihrem Smartphone, um diese Aufträge zuzugreifen. Um auf diese Aufträge zuzugreifen. Okay, machen wir das mal. Ich bin mal gespannt, wie das hier laufen wird. Jedes Mal geht die Musik an. Ich kann mal ausbleiben. Ja, ich mache die extra aus, weil wegen Urheberrecht und so. Ich weiß nicht, ob manche Lieder hier ein bisschen... Ja. Bisschen nicht rechtens sind, die abzuspielen. Deshalb will ich das verhindern. Das Studio sieht anders aus, seit ich das letzte Mal hier war. Nun, es war ein langer Wahlkampf. In der Tat, das war er. Ja, reden wir darüber. Ihre letzte Amtszeit vor der Wahl war turbulent. Gerüchte über eine außereheliche Affäre und der Stadtrat beschuldigte sie verschiedener Interessenkonflikte. Es ist beides nicht wahr. Bezüglich der Interessenkonflikte, ich wurde entlassen. Sie wurden entlassen, wollte ich gerade sagen. Viele Kritiker kämpften einen langen Kampf gegen sie. Und die Bevölkerungsumfragen standen klar gegen sie. Diese Umfragen sind wie ein riesiges Damoklesschwert. Manchmal quasi direkt auf meinen Kopf. Aber die Umfragen haben sich schnell gebessert. Das war äußerst ermutigend. Die Wähler sind klug. Sie wissen, dass ich ehrlich bin. Wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran. Also es scheint ein Wahlkampf stattgefunden zu haben. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Wegpunkt. Ich hätte hier wieder unterbrechen können und eine andere Mission machen können, aber ich will jetzt die Sache mal durchziehen und wirklich mal da hinfahren. Okay. Und dann machen wir die nächste Hauptmission, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Fixer Auftrag. Müssen wir hier aussteigen? Oder können wir die vom Auto aus starten? Ja, sieht nicht so aus. Okay. Ich würde sagen, wir starten den fixen Auftrag. Der Auftrag ist raus. Ich muss die Kalle finden und erledigen, bevor sie entkommen können. Okay. Muss ich die auch töten? Vielleicht? Oder muss ich die immer jetzt nicht... Darf ich die nicht töten? Ziel ausschalten. Ah, ich soll das Ziel also wirklich ausschalten. Kann man eigentlich im Auto einen Drive-By machen? Also, dass ich vom Wagen aus rausschießen kann. Jetzt ist die Frage, wo der Typ ist. Okay, er hat mich anscheinend gesehen, beziehungsweise er fährt einfach mal los. Okay, eine Verfolgungsjagd. Na komm, steig schon aus. Yeah! Headshot! Gucken, was das für ein Typ war. Mal raus hier. Ah. Wir haben 3 von 40 fixen Aufträgen geschafft. Cool. Ich wollte schon sagen, hat jemand mein Auto geklaut? Aber der steht hier noch. Okay, perfekt. Ich würde sagen, wir verkriechen hier auf jeden Fall uns. Verkriechen, sagt man das? Ja, verkriechen uns. Okay. Was haben wir hier? Fixer Auftrag, mal wieder. Nehmen wir direkt mit. Sind wir ja direkt hier. Ein Lieferjob. Das kann ich. Sauberes Nummernschild, kein Schaden.
Ich nehme die Gassen und Abkürzungen. Okay, müssen wir ein Auto oder was? Och Mensch. Ist ja ärgerlich, ich habe gerade ein schönes Auto. Bin gespannt, wie das Auto aussehen wird. Okay. Ja. Standardauto. Würde ich sagen, steigen wir ein. Bringen Sie das Fahrzeug zum Übergabepunkt. Gibt es noch einen Wegpunkt? Wegpunkt, Wegpunkt. Gibt es hier einen Wegpunkt? Ja. Jetzt. Oh, in 1 Minute 30 soll ich da sein. Ah, super. Das ist natürlich so klar, dass hier alles zufällig verunfallt worden ist. Extra, dass ich über Umwege da rein muss. An denen vorbei, an den Verkehrsteilnehmern hier. Guck mal, ich wäre ja fast reingefahren. Oh, 1 Minute. Ich hoffe, ich schaffe das. Oh. Was? Jawohl, hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, irgendwie kam wieder eine Werbung. Und dann ist das Spiel wieder abgekackt, wie beim letzten Mal. Ich verstehe das nicht, warum das so passieren muss. Ich finde das irgendwie total doof irgendwie. Sowas Banales. Hätte ich mal doch die PlayStation 4 Version gekauft von dem Spiel. Wer weiß, ob es da nicht vielleicht auch schon abgekackt wäre. Naja, ist egal. Gott sei Dank sind wir wieder hier, wo die Mission angefangen hat. Dann ist es so halb schlimm. Halb so schlimm. Okay. Aber diesmal haben wir einen besseren Vorsprung, sehe ich. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Naja, schauen wir mal. Hier sind wir ja ungefähr abgestürzt. Ah, jetzt ist alles gut. Ja, diese blöde Werbung über Uplay. Ich verstehe das nicht. Dass sie dazu bringen, das ganze Spiel abzustürzen. Also, da müssen die auf jeden Fall noch was fixen. Das kann echt nicht die Lösung sein hier. Okay, wie komme ich hier an dem vorbei? Hier rechts rum. Links rum. Rechts rum. Okay, von der Zeit her müsste es eigentlich noch zu machen sein. Bloß kein Kratzer. Ich glaube, der Wagen darf keinen Kratzer haben, habe ich meine ich gelesen. Wow, bisschen abbremsen hier. Es wird knapp, liebe Freunde. Aber es sollte noch zu schaffen sein. Wir müssen jetzt gleich da sein. Hier. Jawohl, wir haben es geschafft. Bam. Hä? Nächste Fahrzeug. Oh nö, und dann geht das wieder auf Zeit. Verdammt. Boah, ey. Krass. Jetzt komme ich in so ein Mafioso-Fahrzeug. Ich würde sagen, wir machen uns wieder den nächsten Wegpunkt klar. So. Und fahren direkt los. Alter, das ist ein Motor, ey. Ich weiß nicht, ob die Missionen extra so darauf ausgelegt sind, dass ich in verschiedene Fahrzeuge einsteige, damit ich auch verschiedene Fahrzeuge demnächst zu mir rufen kann, wenn ich mal eins brauche. Kann man ja über Smartphone. Aber egal. Erstmal ist es wichtig, da anzukommen. Zum Ziel. Ohne Schaden zu nehmen. Boah, das war knapp. Aber auch knapp. So, dann. Ja, hier kommt es auch ein bisschen aufs Geschick an. Und Geschwindigkeit. Oh, shit. Ich glaube, das wird zu knapp. Ich werde es, glaube ich, nicht schaffen, Leute. Oh, nee, das wird knapp. Scheiße. Ich schaff's nicht. Vielleicht schon, aber dann darf jetzt gar kein Verkehr kommen. Oh, nee. Ich bin zu weit gefahren. Nee. Unrealistisch. Schade. Ich hätte es gerne geschafft. Zeit ist abgelaufen. Mission gescheitert. Der rechte Weg. Das ist wirklich eine Zeitmission, wie ich sehe. Okay. Versuchen wir es nochmal.
Wir müssen uns jetzt einen vernünftigen Wegpunkt hier nochmal setzen. Okay. Ich würde sagen, wir fahren einfach drauf los. Ohne Rücksicht auf Verluste. Aber vielleicht ist das der Fehler. Ich bin zu vorsichtig. Das kann natürlich alles so sein, ne? So, ich fahre jetzt einfach geradeaus. Weg hier, weg, weg, weg. Oh. Alter Schwede. Ja, es musste sein. Ich muss Abkürzung machen. Mein Ruf wird dadurch kaputt gehen, aber naja. Och nö, Polizeiverfolgung. Darum habe ich keine Lust. Das ist ein Notfall. Echt dringend. Video-Scan autorisiert. Starten jetzt die Suche nach Verdächtigen. Shit. Egal, Hauptsache ich erreiche mein Ziel. Das ist erstmal im Moment wichtiger. Ich mach's nicht gerne, dass ich Leute umfahren muss, aber was soll ich machen, ne? Vielleicht besser fahren, klar, aber naja. Ah, komm, 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 ich schaff das. 5, 4, 3. Ja! Boah, war das knapp. Irgendwie kommt mir das vor, dass ich zu wenig Belohnung bekomme. Oh Gott, oh Gott. Alarm aus. Ich rufe private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Okay, hier muss man auf jeden Fall eine Zugriffsstation freischalten. Weil ich hier nichts hacken kann. Okay, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall die nächste Kampagnenmission. Dafür müssen wir uns das nächste Auto hier nehmen. Ein schönes Auto, wie ich finde. Richtiges Monster-Car hier. Okay. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in der Kampagne. Wir haben ja jetzt wieder mehr oder weniger ein paar Nebenmissionen gemacht. Was die am Ende taugen werden, wenn wir 40 insgesamt erledigt haben, also diese Aufträge. Ich weiß nicht, ob wir dadurch ein neues Auto bekommen, neues Versteck, Belohnung etc. pp. Wir werden das sehen, wir werden es auf jeden Fall noch machen. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir auch so ein bisschen mit der Kampagne mithalten sollten. Guck mal hier, was machen die hier? Mann, 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 die Feuerwehr, die erlaubt sich zu viel. Noch nicht mal Sirene an und schon fährt sie wild. So, wir sind jetzt jeden Moment da. Da bin ich mal gespannt, wie es hier weitergehen wird. Bisschen in die richtige Richtung. Vielleicht muss ich hier wieder einsteigen, wer weiß. So. Dann würde ich mal sagen, wir gehen. TOS die Wachen verdoppelt. Verdopple ich meine Waffen. Okay. Einkaufen. Kaufen Sie das Sturmgewehr 416. Okay. Sturmgewehr. Schöner Tag, oder? Ja, sehr schöner Tag. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? So, wo haben wir das Sturmgewehr? 416. Da ist es doch. Vollautomatisches Sturmgewehr. Bedrohen können wir den auch. Aber ich werde es diesmal nicht machen. Und ich würde sagen, wir kaufen es auf jeden Fall. Ja. In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hackeraktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Blumensprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Wieder. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner. Viele davon mit krimineller Vergangenheit, ist es nicht so? Ja, sie haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Okay, ich würde sagen, wir machen die nächste Mission. Wir haben jetzt im Grunde genommen nur eine Waffe gekauft. Hier gibt es wieder einen Pfeil, ne? Können wir hier wieder irgendwas an Informationen bekommen?
Hier über den Connelly Square wahrscheinlich, ne? Können wir hier mal aussteigen? Kriegen wir hier Informationen? Ah, Sehenswürdigkeit. Hole Gegenstände. Willis Tower. Auswahl für mehr Details. Der Willis Tower ist mit 442 Metern das höchste Gebäude in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein lustiges Feature des Willis Towers ist das sogenannte Sky Deck, wo man spürt, wie der Turm im Wind schwankt und den Ausblick auf Michigan, Wisconsin und Indiana genießen kann. Und für die ganz Wagemutigen hat der Turm auch Glasbalkone, damit man sehen kann, warum man Angst vor so großen Höhen haben sollte. Ich weiß nicht, ob man da in Zukunft da hingehen kann. Wieso spuckt der jetzt hier auf der Straße, der Sack? Naja, egal. Wir gehen jetzt hier mal rein ins Auto. Und wir gehen zur nächsten Kampagne. Ich hatte auch eigentlich vorgehabt, in dieser Folge nicht so lange hier das Let's Play aufzunehmen. Also ich denke mal, die Mission machen wir noch und vielleicht noch eine kleine Nebenmission oder eine weitere Kampagne, je nachdem wie schnell die geht, jetzt gleich. Und dann, ja, machen wir dann nochmal eine kleine Pause. Wir werden hier auf jeden Fall noch einiges erleben dürfen. Wir werden auf jeden Fall noch einige CTOS, ja, Bereiche freischalten müssen, um hier überall frei hacken zu können und Informationen zu erhalten. So, was haben wir jetzt? Backstage Pass. Backstage. Ist ziemlich gut. Okay. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ah, hier ist es mit der Familie. Wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Okay. Den müssen wir wahrscheinlich erledigen, oder? Kann das sein? Müssen wir den töten? Okay, können wir hier... Das ist kein Spielplatz, Junge. Das glaubst du nicht. Das Rad von meinem Sohn ist wieder da. Was soll's? Nicht mein Problem. Können wir das Tor wieder öffnen und den dann überlisten? Komisch. Ich versuche den mal so zu überlisten. Leck mich! Okay, ich mach das Tor mal wieder zu. Und ich verkriech mich mal ins Auto. Ich glaube, das war keine gute Idee, wie ich hier gerade angegriffen habe. Somit habe ich alle Gegner hier gerade aufgeweckt. Oh. Wir müssen irgendwie andersrum rein. Hier ist keine Tür. Hier können wir auch nicht rein. Eine Wache mit Zugangscode. Wir brauchen auf jeden Fall eine Wache mit Zugangscode. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns wieder irgendwie reinhacken müssen. Hier wird rumgeschossen, was das Zeug hält, habe ich das Gefühl. Haben wir hier eine Kamera? Gibt es hier überhaupt eine Kamera? Doch, da ist doch eine Kamera. Ist sie überhaupt aktiv? Ja, jetzt geht's. Dann gehen wir mal in die Kamera hier. Schauen wir mal mit dem Code. Alles sauber. Ich gehe da lang. Hacken. Hier ist alles sauber. Ich rufe woanders. Alles sauber. Da drüben. Ich gehe da lang. Seid vorsichtig. Okay, haben wir hier vielleicht Informationen? Kann Verstärkung rufen, okay. Wir brauchen die Zugangscode. Hier, der vielleicht. Ah, das ist cool. Also das, was ich gerade gemacht habe, das war eher die offensivere Variante. Natürlich kann man hier sehr clever eher agieren. So, den haben wir versucht irgendwie so ein bisschen abzulenken. Wir können das mal mit ihm versuchen. Du Dreckschwein, wen hast du gefickt? Janis? Niemand.
Okay, haben wir hier noch irgendwelche? Ach echt? Ja, war jetzt zu schnell. Komm bloß nicht nach Hause heute Nacht. Okay, wir gehen mal zurück. Vielleicht können wir hier irgendwie... Okay, die sind auf jeden Fall leider gewarnt, muss man sagen. Oh, sie betreten ein Sperrgebiet. Natürlich sollen wir da aufpassen. Wir gucken uns nochmal hier um, ob wir irgendwie hier ein bisschen uns verstecken können. Einen Rückzugspunkt suchen können, sozusagen. Den könnten wir uns eigentlich schnappen, ne? Okay, das ist komisch. Das kann er doch nicht. Das finde ich cool, dass wir die so vermöbeln können. Ich weiß nicht, ob die uns noch verraten werden, die beiden. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach oben. Okay, ganz ruhig. Da drüben ist man noch. Oh. Das war auf keinen Fall ein Zufall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall! War kein Zufall! Okay. Den nächsten, den wir auf jeden Fall jetzt zur Strecke bringen müssen. Die beiden hier unten, die werden nichts machen. Die werden wahrscheinlich unten bleiben. Das finde ich lustig. So, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal nach vorne. Ich weiß nicht, ob hier noch mehr Gegner kommen. Höchstwahrscheinlich. Ah, wir können deren Kamera hier hacken. Das ist ja lustig. Okay. Ich hoffe, dass wir hier nicht irgendwann in so einer Schießerei landen werden. Das wird dann, wäre hart. Ein harter Brocken, den wir hier bekämpfen müssten. Ah, hier haben wir das doch. Zugangscode. Zugangscode benutzen. Ah, da müssen wir das machen, okay. Ach, wir brechen ab, aber haltet die Augen auf. Seid auf der Hut. Okay, das finde ich cool, dass man immer... Moment. Ich finde es echt lustig. Okay, jetzt müssen wir aber echt an denen vorbei. Jetzt mal ohne Flachs. Das wird nicht einfach. Ich hätte schon eher gesagt, dass wir... ballern, aber... Ah, ich weiß nicht. Es sieht nicht einfach aus, auf jeden Fall. Können wir hier runter? Dann machen wir das Tor hier zu. Ich glaube, hier gibt es keine Gegner mehr, ne? Ne. Okay. Der Gabelstapler. Gehen wir in Deckung. Ich riskiere es einfach. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh, das wird aber schwer, Leute. Das wird aber richtig schwer. Ich bin hier direkt im Vogelnest, sozusagen. Besitzt versteckte Kamera.
So, jetzt bauen wir irgend so einen Unlock-Prozess. Aber ich muss aufpassen, dass nicht einer von der Seite hier kommt. Das wäre sonst nicht schön. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Nicht müde werden, Leute. Nicht nachlassen. Das ist noch nicht vorbei. Jawohl, das haben wir gut gelöst. Eindringen. Dann machen wir das doch mal. Und jetzt? So. Und jetzt eindringen? Ah, okay. Müssen das anscheinend irgendwie so drehen, dass es funktioniert. Habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob wir es gerade richtig machen. Aber ich glaube, das, was blau ist, sieht dann schon eher richtig aus. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Wir müssen. So ist auf jeden Fall richtig. So. Und dann natürlich den Strom. Ah, wir müssen den Strom. Ach, das ist so simpel, ist das? Okay. Okay. Ja. Sieht so aus. So einfach kann es gehen. Oh. Was haben wir hier gemacht? Das war noch mit Glück. Oh, voll reingehackt hier, habe ich das Gefühl. Kein System ist sicher. Was? Du meinst, du bist im CTOS? Jetzt schon? Jetzt schon. Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Netzwerk. Geil. Das könnte sicher von Vorteil sein. Auf jeden Fall. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Kriegser im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir müssen uns auf jeden Fall hier vom Staub machen. Können wir hier irgendwie raus? Nee, ne? Shit. Na super. Ja, das ist schön für euch. Du kannst dich ewig verstecken. Kann man hier runter? Aua! Irgendwas schießt mich hier an. Boah. Hey, der Witzka, ey. Töten Sie alle CTOS-Wachleute oder kommen Sie aus dem Gebiet. Okay, ich glaube, ich nehme die tödliche Variante. Weil hier komme ich nicht mehr weit weg. Okay, es wird schwierig. So viel steht fest. Wow. Ah. Schnell weg hier. Weg, 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 weg. Oh. Schnell rein und weg. Oh, wir werden verfolgt. Auch das noch. Okay, wir sind zumindest schon mal aus diesem Gebiet weg. Oh la la. Das war gerade lustig. Fahr weiter.
Das war gerade lustig. Oh, oh, ich glaube, das wird eine Sackgasse, oder? Ich würde sagen, hier verstecken wir uns auf jeden Fall irgendwo. CTOS. Kann man das hier nicht irgendwie hacken? Ist das nicht dafür gedacht, um das zu hacken? Irgendwie nach oben, sagt er. Vielleicht muss ich diese Kamera beschatten. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in Deckung, ohne dass uns hier... Okay, ich würde sagen, wir gucken mal durch die Kamera so. Haben wir hier irgendwas zum Hacken? Okay, hier haben wir noch eine Kamera. Hier auch. Entriegeln. Ah, sind diese TTOS-Sachen, sind das so Sachen, wo wir dann ein neues Versteck holen können, beziehungsweise freischalten können? Das könnte es natürlich sein. Check nochmal alles. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal da rein. Sofern uns hier keiner sieht. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner hier. Ah, okay. Dann wollen wir mal wieder mit dem Lift nach oben. Er ist cool gemacht, muss ich wirklich sagen. Okay. Jetzt müssen wir uns da reinhacken. So wie es aussieht. Oder? Oder können wir so rein? Okay, wir sind anscheinend irgendwie jetzt drin. Wo ist denn hier der Eingang? Oder was ist das hier? Ich bin gerade leicht verwirrt. Ach so, das ist unter uns. Ah, sag das doch. Ich muss aufpassen, dass mich hier keiner sieht. So, den Turm nehme ich jetzt mal in Anspruch. Perfekto, Mento! Fortschritte, Belohnung. Ich habe einen Turm freigeschaltet. Die SMG-11 ist eine Maschinenpistole, die man mit der Hand abfeuern kann. Sie hat eine hohe Schussfrequenz, aber ihr starker Rückstoß macht sie sehr ungenau. Okay. Haben wir schon mal was freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob das jetzt diese eine Freischaltung ist, aber so wie es aussieht, ja. Cool, ich kann auch hier so Autos freischalten. Cool. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. 4,2% Fortschritt. Bezirk freischalten. Also wir haben auf jeden Fall einen Bezirk freigeschaltet. Töten Sie alle CTOS-Wachleute oder entkommen Sie aus dem Gebiet. Ja, das heißt, ich muss auf jeden Fall aus dem Gebiet entkommen. Ich würde sagen, wir machen uns einen Wegpunkt auf dieses Versteck. Weil bis dahin sind wir auf jeden Fall entkommen. Also würde ich jetzt mal so sagen. Natürlich müssen wir jetzt schauen, dass wir auch hier wegkommen. Das haben wir schon gehackt. Sind wir hier durch? Nö. Okay, hätte ja sein können. Ja, ich bin noch auf der... auf der Fahndungsliste sozusagen bei den Gegnern. Alles klar. Dann würde ich sagen... wir müssen uns ein Auto borgen. Er kann sich nicht in Luft auflösen. Nee, kann er nicht. Aber ihr sucht an den falschen Stellen. Ich muss auf jeden Fall ein Auto besorgen. Ich hatte doch hier mein Auto gehabt. Springen wir mal eben hier runter. So, hier müssen wir hin. Ins Fahrzeug. Schade, dass wir das Licht nicht ausschalten können. Also ich wüsste jetzt nicht gesagt, wie. Okay. Oh, oh. Oh, da war doch ein Fahrzeug. Ich dachte, komm jetzt hoch. Ah, oh, ich glaube, die sind ausgestiegen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier raus.
und verkriechen uns hier aus dieser Gegend. Sieh dich nochmal um. So, und weg hier. Eigentlich sind wir jetzt entkommen, würde ich sagen. Das ist doch Zeitverschwendung. Jawohl, Flucht erfolgreich. Backstage-Pass. Oh nö, nicht schon. So, hallo liebe Freunde. Ja, ich bin wieder hier. Und ja, es ist ärgerlich. Ich habe wieder so eine Werbungsschaltung bekommen über Uplay und deshalb ist es wieder abgeschissen. Boah, das nervt mich aber tierisch. Ich frage mich jetzt, habe ich jetzt diesen Bezirk freigeschaltet? Nö, ne? Ja, müssen wir das halt nochmal machen. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier entkommen. Boah. Warum sind die... Ah, okay. Ich würde sagen, wir machen das mal einfach andersrum. Wir schießen die einfach ab. Na komm, zeig dich. Kann nicht sein. Hat das Teil denn keine Sicherheitsschaltung oder so? Bewegung! Überprüft! Es ist vorbei, Penner! So, jetzt den nächsten. Den müssen wir auch noch erledigen. Hallo. Es ging ja schneller als das Wegrennen. Bezirkszugang freigeschaltet. Ja, okay. So war es einfacher, ne? Sogar einen Skillpunkt noch erhalten. Hey, du musst was für mich erledigen. Was gibt es? Ich habe einen lukrativen Deal mit einem besonderen Kunden eingefädelt. Er braucht einen Fahrer. Nein. Die Sache ist, ich komme heute Morgen rein und sehe, wie Maurice sich aus dem Gästezimmer graben will. Also muss ich ihn wegbringen. Das Problem könnte ich einfach auf dich abwälzen, weil er schließlich dein Problem ist. Doch das ist echt nicht mein Stil. Ich bring zu Ende, was ich anfange. Und ich habe nur eine Bitte. Ja, gut. Schön. Ich mach's. Hey, ich will dich wirklich nicht zwingen. Ich sagte, ich mach's. Gut, um was genau geht es denn? Ist ein Lieferjob. Muss den Typen fahren. Nicht zu schwer, hm? Aber denke mal daran, dass mein Ruf auf dem Spiel steht. Er bezahlt gutes Geld für den besten Fahrer Chicagos. Dann hat er Glück. Alles klar, ja. Irgendwie hat es leider mich dazu gezwungen, die Mission nochmal zu machen und deshalb auf diese Weise nicht einfach zu entkommen, wie vielleicht ein Feigling, sondern einfach mich gegenüber den Gegner zu stellen und die einfach zu neutralisieren. Ja, ihr habt gesehen, man kann es auf diese Weise so machen. Ich wollte eigentlich eine andere Variante machen, aber naja, ist halt so. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt die Folge gleich beende, werde ich hier mal versuchen, was freizuschalten. Hier kann man nämlich den nächsten Turm hier für sich beschlagnahmen. Okay, wir fahren mal mit dem Lift hoch. Vielleicht ist es hier oben irgendwo. Okay, es scheint da oben zu sein. Ja, ja. Okay, gucken wir erstmal uns um. Können wir hier noch irgendwas entriegeln? Okay. Müssen wir jetzt irgendwie hoch, ne? Nur ist die Frage, wie komme ich da hoch? Haben wir ihn? Ah, hier wahrscheinlich. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Perfekt. Ja, kriege ich die Tür nicht auf? Hatte ich die nicht offen? Muss ich die über Umwege öffnen oder was? Gehen wir mal die Kamera. Wieso kriege ich das nicht auf? Das hat doch sonst auch immer funktioniert, oder nicht? Hacken, um das angeschlossene Objekt zu aktivieren.
Okay, ich weiß nicht, warum das jetzt hier nicht funktioniert. Normalerweise müsste es funktionieren. Ich verstehe das ehrlich gesagt gerade nicht, warum das jetzt so ist. Hm. Ah, stimmt. Ah, ich muss hier noch was entriegeln. Okay, perfekt. Ja, dann könnte ich jetzt theoretisch hier durch, ne? Ah, perfekt. Ja, damit das nicht ganz umsonst war, werde ich hier nochmal einen Turm aktivieren. Weil ich glaube, der Turm, den ich vorhin aktiviert habe, der hat sich irgendwie nicht aktiviert. Wegen dem Absturz vorhin wieder mal. Ich finde es auch blöd, dass das jetzt so auf diese Weise immer passieren muss. Aber was soll ich machen? Ich muss da echt nochmal die Einstellung genau prüfen. Dass ich ihm wirklich sage, er soll nicht diese blöde Werbung schalten. Das beeinflusst echt mein Spiel sonst. Was normalerweise nicht sein darf. Naja. Egal. So, müssen wieder einen Turm freigeschaltet haben. Wir sehen das ja jetzt, ob ich einen zweiten Turm habe. Oder nur noch den ersten immer noch. Normalerweise müsste ich zwei haben. Bezirk freigeschaltet. Kriegen wir jetzt hier irgendeine Info, wie viele ich jetzt freigeschaltet habe? Müsste eigentlich kommen, ne? Irgendwie. Ja, 2 von 13. Okay, perfekt. Der Turm war also doch nicht umsonst gewesen, den wir freigeschaltet haben. Sehr, sehr geil. Sowas erwarte ich auch, dass man immer solche Sachen, wenn es um automatisches Speichern geht, dass man das auch wirklich immer speichert. Ich habe nichts dagegen, wenn die Mission mal abscheißt oder so. Kann halt passieren, leider. Aber es wäre natürlich bitter, wenn dann alles danach, was ich gemacht habe, oder dazwischen, zwischen der Mission, wenn das alles nicht gespeichert wäre. Also, ich finde es schon sehr, sehr cool gemacht, dass man das wirklich mit einbeflossen hat, dass man das wirklich speichert. Und ich würde sagen, wir machen eine Schnellreise. Das müsste der nächste Versteck sein, meine ich. Oder? Ist das nicht hier ein Versteck? So, hier in den Container oder wie? Das ist ja lustig. Ey, das ist ja geil. Was haben wir denn hier? Abgefangenes Audiolog. Hören wir mal rein. Okay, die erste Audiodatei, die wir jemals hier gehört haben im Spiel. Ja, ich würde sagen, wir ruhen uns wieder aus. Wir stellen eine Zeit ein, und zwar um 8 Uhr gemütlich. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Das wird dann direkt morgen sein. Und ja, wir haben auf jeden Fall einige Hauptmissionen gemacht. Wir haben ein Sturmgewehr gekauft. Wir haben hier so ein paar Verbrecher hier zur Strecke gebracht. Um herauszufinden, wer der Auftraggeber ist, um unsere Familie da zu tyrannisieren. Den müssen wir auf jeden Fall noch auf den Grund gehen. Wir bekommen noch von unserem geheimen Kontakt noch die Informationen, wo wir hingehen müssen, wen wir ausschalten müssen. Wir haben auf jeden Fall schon das erste gute Training vollzogen, wie wir mit einer Sturmgewehr hier bedienen müssen, wie wir damit umgehen müssen und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Watch Dogs. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Story. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich muss aber leider auch sagen, diese Abstürze, es macht wirklich für mich viel aus, was der Faktor angeht. Finde ich immer blöd, wenn sowas ist, aber naja. Wie gesagt, ich versuche mich da mal dran zu setzen, dieses Problem, diese Werbung irgendwie auszuschalten, weil diese Werbung ist das, was es leider immer verursacht. Ich weiß nicht, ob das bewusst extra gemacht worden ist von Uplays Seite aus und Ubisoft, aber ich werde es schon irgendwie auf die Reihe kriegen, weil sonst läuft ja alles. Gut, genug der Rede. Ich würde sagen, bis morgen und nochmal vielen Dank. Ciao, ciao.